Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Ja, heute steht noch das Tutorial, das erste Tutorial an, von der Kooperation mit bibicraft.com. Da hatte ich mir ja mehrere Stempel ausgesucht, unter anderem den Halloween-Stempel und diese Stanzen. Ups, die hatte ich ja im Unboxing schon gezeigt. Ja, und daraus wollte ich heute ein paar Sachen machen. Es ist zwar noch früh für Halloween, aber man kann ja nie früh genug anfangen. Mit Reni 5 bekommt ihr 5 Dollar Rabatt auf eine Bestellung ab 40 Dollar. Lohnt sich also. Ja, und ich hatte überlegt, solche Karten mit euch zu machen. Ist jetzt natürlich schwierig, weil, Moment. Ich versuche mal gerade ein bisschen Licht auszumachen hier rundherum. Also man sieht es, es sind Teelichtkarten. Es ist halt jetzt hier etwas extrem beleuchtet, deswegen sieht man es jetzt nicht ganz so gut. Also ihr könnt hier ein oder auch zwei Teelichter reinmachen, je nachdem, weil so extrem hell sind die nicht. Hinten kann man noch was draufschreiben und man kann die dann aufstellen. Und davon habe ich jetzt schon mal 4 gemacht von den Teelichtkarten. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig noch Teelichtboxen. Beziehungsweise da kann man auch einfach eine, ja, ist jetzt genau dasselbe Problem mit dem Licht. Also hier kommt das Teelicht rein und scheint dann eure Silhouette an oder was auch immer ihr halt drauf klebt. Ich in dem Fall jetzt halt die Stanzen. Da habe ich jetzt auch schon 2 von gemacht. 2 Boxen. Ja, und das wollte ich jetzt eigentlich gerne mit euch machen. Ich packe die mal zur Seite. Ich habe die nämlich schon vorbereitet. So. Und zwar, ich muss hier erstmal kurz ein bisschen rumprobieren, wie ich was hinlegen kann. So, und zwar ist hier für diese Teelichtkarte, machen wir die mal zuerst. Da ist das Papier, nee, so habe ich es genommen, 23,6 auf 14. Gefalzt wird bei 9, bei 18, 20,3 und 22,6. Ich habe mir, weil ich ja jetzt mittlerweile so viele gemacht habe, habe ich mir so ein Muster gemacht. Das zeichne ich mir auf der Innenseite an, das schneide ich dann später aus. Aber jetzt falze ich erstmal. So, der eine geht nach innen. Das kleine ist die Klebelasche. Das wird dann hier so zugeklebt. Aber vorher müssen wir das halt rausschneiden. Aber bevor wir es rausschneiden können, müssen wir es erstmal bekleben. So, und zum Bekleben, da habe ich mir das Papier, was ich beschrifte, schon mal vorbereitet. Da habe ich Distress Oxides benutzt und Schwarz von Distress Oxides. Also ich habe die zwei hier benutzt und so ein bisschen Silber und habe mir das dann halt so ein bisschen gewischt. Vorne möchte ich dann die Fledermäuse. Wie gesagt, innen zeichne ich mir dann, also ich sollte es noch ein bisschen trocknen lassen.
Innen zeichne ich mir dann den Sarg an. Da ich keine Stanze habe, muss ich den jetzt leider komplett selber rausschneiden. Was mir ja im Moment alles ein bisschen schwer fällt. Ihr wisst ja Bescheid mit meinen Händen. Man sieht es, glaube ich, auch. Ne? Also ich kriege die Finger kaum noch zusammen. Es wird nicht schön. Schneiden, kleben, festhalten, ist alles nicht so ganz toll. So, schneide ich mir das raus. Die kann man auch noch benutzen. Da kann man auch noch eine Karte draus machen. Das sieht dann so aus. Irgendwo hatte ich auch noch... Irgendwo liegt das Papier hierfür. Ich weiß nur ehrlich gesagt jetzt gerade nicht wo. Sekunde, ich muss jetzt erstmal das Papier suchen. Also das ursprüngliche, was ich da reinkleben wollte, finde ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo es hingekommen ist. Also nehme ich jetzt normales Weißes. Ich wollte eigentlich ein lilanes Vellum mit Alkoholinks hinmachen, aber gut. Ich finde es jetzt nicht. So. Dann klebe ich mir das Vellum rein. Und dann kann ich die ganze Sache zusammenkleben. Dafür mache ich Tombow auf die Klebelasche. So. Und klebe es zusammen. Gut andrücken. Wenn es ein bisschen übersteht, kann man es auch noch ein bisschen abschneiden. So, und dann muss man es eigentlich nur noch verzieren. Das machen wir gleich. Wir haben ja noch ein zweites Projekt, und zwar diese Kiste. Die würde ich jetzt aber nochmal anpassen. Also das hier sind ja die einfachen, wo man einfach ein Teelicht oder man kann auch eine Lichterkette reinmachen, reinstellt. Oder auch eine kleine LED-Kerze. Und hier würde ich nämlich noch eine andere Variante machen. Das zeige ich euch aber gleich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir sehen. Also ich habe hier 9 auf 11,5 Inch. Das habe ich diesmal tatsächlich in Inch gerechnet. Habe mir dann, jetzt muss ich mal schauen, auf der langen Seite bei 2,3 Viertel Inch, 5,5 Inch, 8,1 Viertel und bei 11 jeweils eine Falzlinie gemacht. Und auf der kurzen Seite haben wir, muss ich gucken, 3 Achtel, 3,1 Achtel, 5,7 Achtel und 8,5 Achtel, so rum. Machen wir jetzt noch mal. Also auf der kurzen 3 Achtel, sieht man das? Ja. 3 Achtel, 3 1 Achtel, 5 7 Achtel und 8 5 Achtel. Das ist die kurze Seite, und auf der langen Seite 2 3 Viertel, 5,5, 8 1 Viertel und 11. Und ich habe jetzt... das hier wird der Deckel. Da habe ich mir jetzt hier einfach noch mal eine kleine Klebelasche gezogen. Das hier wird hier rausgeschnitten. Bis hierhin habe ich mir die Klebelasche gezogen. Und unten habe ich mir die Klebelasche gezogen. Und das hier sind auch noch mal diese zwei Umknicklaschen. Das sieht man jetzt aber besser,
wenn man es rausschneidet. Also ihr habt quasi hier, wir schneiden erstmal ein. So, ihr habt hier unten quasi die ersten zwei Klebelaschen. Die hier schräge ich mir auch an. Das sind dann hinterher die, die ich mir umklappe. So. Dann schneide ich hier ein. Ich zeige es euch gleich, wenn ich es beschnitten habe, nochmal. Dann wird es vielleicht nochmal etwas deutlicher. So, jetzt sieht man es schon ein bisschen besser. Nur noch ein bisschen. Der Riesenschere sauber schneiden mit den Fingern, die nicht spüren, ist wirklich sehr anstrengend. So. Das hier kann alles weg, beziehungsweise da könnt ihr euch dann noch Sachen rausstanzen. So muss es dann aussehen. Ihr habt dann quasi hier, das ist der Deckel. Der hier. Das müssen wir uns noch alles umknicken. So, das hier ist der Deckel. Das hier sind die ganzen Seitenteile. Die hier sind Klebelaschen. Ich habe die bewusst da dran gesetzt, weil ich hier und hier, hier und hier meine Ausstanzung mache. So. So wird es zusammengeklebt. Ich habe vergessen, einen abzuknicken. So wird es zusammengeklebt. Und das wird ja dann zusammengesteckt. Aber bevor wir das jetzt kleben, müssen wir noch auf die Außenseite Designpapier anbringen, unsere Ausstanzung machen und dann geht es weiter. Das mache ich mal kurz, weil es dauert einen Moment. So, so sollte das dann aussehen. Ja, und jetzt kleben wir die Kiste zusammen. Und zwar kommt auf die Klebelaschen der Kleber. Da mache ich jetzt nichts drauf. Ihr werdet gleich sehen, warum. So. Batschen wir alles zusammen. Ich bin aus dem Bild raus, sorry. Ja, ab und zu hat man hier mal so ein paar Kleberreste. Das macht eigentlich nichts, weil da kommt ja eh noch was hin. Das ist ja noch nicht fertig dekoriert. So. Und jetzt mache ich nämlich bei der Box, hatte ich mir überlegt, dass ich noch eine Zwischendecke quasi mache. Also ich muss gucken,
dass das Teelicht reinpasst. Beziehungsweise man könnte es auch so rumknicken. Man könnte es dann einfach so rum reinkleben. Dann passt es nämlich auf jeden Fall. Das hier ist 9 auf 7. Also 9 auf 7. Und jeweils bei einem Zentimeter vom Rand gefalzt. Die werden dann hier so reingeklebt. Und bilden dann nämlich nochmal eine Ebene. Und die würde ich jetzt nämlich mit verzieren. Und diese ganze Verziererei, das mache ich allerdings ohne euch, weil sonst dauert es zu lange. Das Video hat schon 15 Minuten. Wir sehen uns gleich mit den fertigen Karten. Ich will nämlich auch hier von den Stempelabdrücken jetzt noch was benutzen. Also die hatte ich ja schon gestempelt und koloriert. Davon wollte ich jetzt gerne auch noch was nehmen. Deswegen, also da brauche ich jetzt einen Moment, da nehme ich euch jetzt nicht direkt mit. Wir sehen uns gleich zur fertigen Karte. So. Und fertig sind die Karten, beziehungsweise die Box. Die sieht jetzt so aus. Also ich habe jetzt die vordere habe ich ja freigelassen. Und habe dann hinten nochmal was rein. Hier ist halt unglücklich, weil die so groß ist. Aber ist ja auch wurscht. Hier habe ich jetzt mal zwei Teelichter rein. Ich mache jetzt mal ein bisschen Licht aus. Ich versuche es zumindest. Ne, das war der falsche Knopf. Entschuldigung. Und nehme euch mal runter. So. So sehen die fertigen Karten bzw. Boxen dann aus. Also man sieht schon den Effekt, auch wenn es noch zu hell ist hier drin. Vielleicht die Box noch darüber nehmen, dass man auch die Karten mal ein bisschen sieht. Das sind jetzt die fertigen Karten. Das hier sind die Boxen. Jeweils mit zwei Seiten. Schon perfekt zu Halloween. Das hier lässt sich aufstellen. Das habe ich jetzt noch dran gemacht, weil ich irgendwie die Stempelabdrücke gar nicht benutzt hatte. Zwei sind noch übrig. Ja. So. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefällt. Mal wieder Licht an, Moment. Bisschen chaotisch. Dann hoffe ich mal, dass es euch gefällt, die Produkte. Ich habe zwar hier die Nummern, aber ich verlinke euch die natürlich auch nochmal in der Infobox. Also das sind einmal hier diese vier Stanzschablonen von Halloween. Und einmal der Stempel, den gibt es übrigens auch mit Stanze. Ich hatte mir den aber ohne bestellt. Ja, ihr Lieben, das war mein kleines BBCraft-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächste Woche kommt dann noch der zweite Teil mit den ganzen Stempeln, die ich da noch so habe. Also nicht mit allen, aber mit ein paar. Da zeige ich euch auch noch, was man für tolle Karten draus machen kann. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Fühlt euch geherzt. Ciao.